Ich begrüße euch, meine Lieben, und zwar zur Sternzeichenlegung für den Monat November 2023. Und jetzt ist das Sternzeichen Widder dran und die Legung wird sich folgendermaßen gestalten. Es gibt wie immer bei mir eine Überschriftskarte aus dem Krafttier Kartendeck von Thomas Raschke. Und dann seht ihr hier schon 4 Lenormand-Decks und jeweils eine Karte aus dem jeweiligen Lenormand-Deck liegt schon außen. Und zwar haben wir hier für den Bereich Liebe, da benutze ich das Lenormand-Deck von Patrick Scheller. Für den Bereich Beruf benutze ich das Deck von Timus Lichtblick. Für den Bereich Finanzen das Epic Light Lenormand Deck und für euch als Fragesteller, egal welchen Geschlechts, benutze ich Kingdoms Knight Lenormand von Kathleen Bergmann. Das Mischen dauert jetzt, das kennt ihr bei mir. Ich bin nach wie vor fürs Live-Mischen und mache für diejenigen, denen das hier zu lange dauert, einen Zeitstempel hier unten in der Infobox rein, so dass ihr dann direkt auf die Deutung gehen könnt und hier nicht das Mischen abwarten müsst. Ihr wisst, wie gesagt, ich bin nach wie vor dafür, das live zu machen, weil ich möchte ungern schon im Vorfeld alles hinlegen. Es bringt immer so ein bisschen Misstrauen, birgt es so in sich, dass viele denn sagen, auch wenn das zu gute Aussagen sind, naja, hat sie sich ja gut zurechtgelegt. All dem möchte ich eigentlich aus dem Weg gehen und weiß auch von meinen festen Abonnenten, dass sie das Live-Mischen nach wie vor immer noch am besten finden. Ja, heute habe ich mal wieder diese Art der Sternzeichenlegung gewählt. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr euch dazu mal äußert. Diese Art kennt ihr noch von mir, die habe ich früher häufig bei den Elementenlegungen gemacht. Und hatte ja jetzt für die Sternzeichenlegungen immer diese wöchentlichen Aussichten. Verzeiht mir, ich habe es irgendwie, glaube, ich kriege eine Erkältung. Irgendwie habe ich es mit meinem Hals. Ich hoffe, das klappt jetzt noch alles hier, dass das einwandfrei läuft. Wo war ich jetzt? Ja, wie gesagt, ich hatte erst diese andere Art und Weise ausprobiert. Aber ich will auch immer, dass so bei euch so ein bisschen der Gedanke so ein bisschen mit Abwechslung auch einhergeht. Denn ihr sollt ja auch noch Spaß haben zu gucken. Und ich denke, wenn auch da in den Legungsarten so ein bisschen Abwechslung drin ist, dann macht das das Ganze auch so ein bisschen noch ein bisschen spannender. Und was da auch noch für mich noch wichtig ist, es ist eine allgemeine Legung, so wie all meine sonstigen auch. Und da ist der Hinweis wichtig, vielleicht nicht davon immer auszugehen, dass alles eins zu eins eintrifft. Kann es nicht. Bei den Mengen, die hier mitunter zuschauen, kann nicht für jeden die Aussage 100% stimmen. In den Monatslegungen ist es interessant, zwischendurch mal reinzuschauen, zu gucken, was war denn hier, was hat sie da in der Liebe gesagt, ist es eingetroffen? Das kann man dann eigentlich ganz gut erkennen und reflektieren, ob das für einen passend war oder auch mal nicht. Aber, und das muss ich heute auch mal loswerden, auch wenn es Legungen gibt, und das ist völlig legitim, dass einem nicht immer jede Legung gefällt, das ist verständlich. Ja, da kann ich euch total folgen. Aber was ich eigentlich unpassend finde, für den Aufwand, den jeder hier, der Karten legt, betreibt, es ist ja nicht damit getan, ihr euch das hier zu mischen und zu erzählen. Es ist mit Arbeit, mit Aufnehmen, mit Überspielen und so weiter verbunden. Und ich finde es wirklich übergreifend, wenn dann für meine Begriffe wirklich dumme Kommentare kommen. Ja, wenn man sagt, naja, sind wir hier auf dem Jahrmarkt, was ist denn das für eine Deutung?
Oder, es zwingt euch keiner, bei irgendeinem Kartenleger reinzuschauen. Aber es wäre wirklich passend und würde von einer guten Erziehung sprechen, wenn man dann einfach wieder rausgeht. Wenn es einem nicht passt, na dann geht man wieder. Aber muss man das Ganze schlecht reden? Ich sag mal, Gott sei Dank gibt es genügend Leute, die das wieder wegwischen, indem sie nämlich nette, freundliche Kommentare hinterlassen. Oder aber eben gar keinen. Aber diese Art finde ich eigentlich, ja, finde ich traurig, weil ich finde, ihr honoriert nicht das, was ihr eigentlich hier umsonst geboten bekommt. Diejenigen, die solche abwegigen Kommentare hinterlassen. Das musste ich einfach mal loswerden. Nehmt es mir nicht übel. Ich habe genügend Menschen hier, die wirklich so liebenswerte Kommentare hinterlassen, dass es mich nicht zu sehr berührt. Aber es macht mich eigentlich mehr wütend als traurig, weil ich denke, was geht in solchen Köpfen eigentlich vor? Warum gehen die auf so eine Seite, um dann nur Kritik zu äußern? Ich verstehe es nicht. So, nun bin ich's losgeworden. Hoffe auf euer Verständnis und wir schauen, was erwartet denn die Widder im Monat November? Oh, da haben wir bei den Krafttieren die Ente mit der Überschrift Sensibilität. Ja, ich würde sagen, der Widder ist nicht gerade eins der Sternzeichen, die Sensibilität zeigen. Sie sind es mit Sicherheit, aber sie wollen ja immer als Macher und ja, sie wollen eben dastehen, mich berührt nichts, mich haut nichts um. Innerlich, im tiefsten Innern gibt es viele dieses Sternzeichens, die mehr und mehr sensibel sind, wie man denkt. Aber hier ist der Hinweis des Büchleins. Konzentriere dich auf deine Intuition und lass dir nicht mehr von anderen sagen, was gut für dich ist. Du brauchst niemand, der dir sagt, wer du bist, denn du kannst selbst fliegen, schwimmen und tauchen. Erkenne dies und du wirst frei und erfolgreich sein. Also mit anderen Worten, geh deinen eigenen Weg. Lass dich von niemandem beeinflussen, so wie es hier auch steht. Lass dir nicht mehr von anderen sagen, was gut für dich ist, sondern entscheide selbst. Entscheide selbst, welches der richtige Weg für dich ist. Und wir schauen mal, was den Widder hier im Monat November in der Liebe erwartet. Wow, da haben wir die Sterne, die Störche, und den Baum. Fantastische Karten. Für den Widder wird der Monat November Klarheit bringen. Klarheit und viele Wünsche, die sich in der Liebe erfüllen. Es kommt zu positiven Veränderungen im Liebesbereich. Vielleicht gab es hier und da ein paar Anspannungen, ein paar Unsicherheiten. Aber auch das wendet sich jetzt zum Positiven. Ihr habt einfach wieder die Kraft, die Power, euch zu verwurzeln, irgendwo zu erkennen, das ist genau meine Richtung, das ist mein Weg. Und das ist genau auch das, was hier die Aussage war, nämlich selbst zu entscheiden, was gut für dich ist. Du weißt es selber ganz genau. Und wenn du dies beherzigst, dann wartet hier auf dich die Klarheit und die Wunscherfüllung. Hier warten positive Veränderungen auf dich. Du kommst wieder ins Wachsen. Du hast wieder das Gefühl, du sprühst vor Gesundheit, vor Power. Du bist wieder, ja, in deinem Element. Das heißt, du bist wieder der, der aktiv ist. Das ist der typische Widder. Aktiv, unternehmungslustig. All das ist jetzt auch in der Liebe wieder möglich. Denn du hast hier
Mit dem Bären an der Unterseite. Du kommst wieder in deine Kraft. Du findest zurück in deine Kraft und somit also auch wieder in die Bereitschaft, diese Kraft wieder zu nutzen und einzusetzen. Und von daher fantastische Aussichten für den Monat November. Was erwartet die Wiedergeborenen denn im Beruf? Im Beruf haben wir hier einen Neuanfang. Also hier scheint sich auch beruflich etwas Positives zu entwickeln, denn hier sind Nachrichten auf dem Weg, die dir Glück und Erfolg verheißen. Das heißt, hier kann sich eine berufliche Veränderung zeigen, die für dich Glück und Erfolg bringt, die dir wirklich zu einem beruflichen Neuanfang verhilft und damit so einfach, ja, eine Last von dir nimmt. Und auch da ist die Aussage des Büchleins passend, nämlich selbst zu entscheiden. Nicht beeinflussen, nicht hören, was andere dir sagen. Geh deinen Weg, du wirst es richtig machen. Du wirst es richtig machen, denn du hast auch treue, loyale Freunde an deiner Seite. Hier sieht man einen männlichen Begleiter. Das kann ein sehr guter Freund sein. Das kann im Beruf auch ein Vorgesetzter sein, der dir weiterhilft, der dir zu einem Neuanfang verhilft. Du bekommst auf jeden Fall eine dementsprechende Nachricht und die wird dir, wie gesagt, zu Glück und Erfolg verhelfen. Und wir schauen, was erwartet die Wiedergeborenen im Finanzbereich. Also ich muss nächste Mal wieder eine Unterlage drunter legen. Ich fand es zwar mit dem Kontrast hier immer ganz gut, aber das ist so rutschig, mein Schreibtisch, dass es nicht so passend ist hier fürs Kartenlegen. Ja, bei den Finanzen, auch da sieht es nicht schlecht aus. Wir haben hier das Haus, wir haben den Klee und wir haben das Kind. Das heißt, in deinem Bereich, in deinem häuslichen Bereich, im finanziellen häuslichen Bereich liegt das kleine Glück und ein Neuanfang. Auch hier wird es einen Neuanfang geben. Das heißt, du hast hier auch im Finanziellen das Glück an deiner Seite. Das heißt, wir reden hier nicht von riesigen Umsätzen. Das Kleeblatt ist das kleine Glück. Aber es macht dich glücklich und es bringt und verhilft dir zu einem Neuanfang. Das heißt, du hast die Möglichkeit, auch im häuslichen Bereich etwas zu verändern. Du bist finanziell in der Lage, im häuslichen Bereich etwas neu zu gestalten, etwas in Angriff zu nehmen, vielleicht was dich schon lange stört, was du verändern wolltest und was hier sichtbar mit dem Herz, was deinen Herzenswünschen entspricht. Eine Veränderung, die du schon länger geplant und im Kopf hast, die kannst du jetzt im Monat November umsetzen, weil es dir auch finanziell möglich sein wird. Und für dich als Fragesteller, da haben wir auch das sieht im ersten Moment schlimmer aus, wie es ist. Wir haben die Mäuse, wir haben den Sarg und wir haben die Ruten. Das Ganze ist aber nicht schlimm, sondern es zeigt dir, im November werden Kummer und Sorgen rausgekehrt. Du kannst einen Lebenszyklus, der dir vielleicht Kummer und Sorgen bereitet hat, hinter dir lassen, abschließen. Der Sarg zeigt das Ende eines Zykluses und den Beginn eines neuen. Das heißt, was dich hier in den Vormonaten belastet hat, was dir Kummer und Sorgen bereitet hat, das geht jetzt raus. Kehre raus, was nicht mehr passt und erkenne, was dieser neue Lebenszyklus hier für dich bereithält. Und auch da sehen wir, dieser neue Lebenszyklus hält auch wiederum das Glück für dich bereit.
Also mit anderen Worten, du brauchst nur zugreifen. Du hast in allen vier Bereichen hast du den Hinweis auf Veränderungen, auf Klarheit, auf Wunscherfüllung, auf Glück und Erfolg und nochmal Glück, Herzenswünsche, die sich erfüllen und auch das Glück, wenn man einen Lebenszyklus hinter sich lässt und einen neuen beginnt. Ein fantastischer Monat November, der hier auf die Wiedergeborenen wartet. Wichtig ist, behaltet eure Sensibilität, indem ihr erkennt, wo nehme ich Rat an und wo entscheide ich aber ganz für mich alleine. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen wunderschönen Monat November. Freue mich, wenn ihr auch euch dazu äußert, inwieweit euch diese oder die vorangegangene Legung besser gefällt. Ich entspreche gerne euren Wünschen und folge denen auch gerne, aber da müsst ihr euch dazu äußern, damit ich weiß, was euch da besser gefällt. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.